Liebe Freunde, einige Gedanken zu Parashat Ki Tetzeh. In unserer Parasha steht geschrieben, dass wenn man einen Ochsen oder einen Esel sieht, der mit einer großen Last beladen ist und er geht, und wegen dieser Last der Ochs oder der Esel fällt, soll man seinem Nächsten helfen, um diese Last wieder aufzuheben. Die Tora benutzt aber interessante Worte. Die Tora sagt, wenn du den Ochsen und den Esel deines Nächsten fallen siehst, dann schließe deine Augen nicht. Dreh dich nicht weg, sondern hilf ihm aufzustehen. Die Frage ist, warum sagt die Tora, schau nicht weg oder entferne nicht dich davon, sondern hebe ihn auf. Die Tora hätte einfach nur sagen müssen, siehst du da den Esel, den Ochsen deines Freundes fallen, hebe ihn auf. Warum diese Einfügung von, du sollst deine Augen nicht verschließen und du sollst nicht wegdrehen? Warum ist das so wichtig? Die Antwort ist, es gibt verschiedene Zugänge, wenn man jemandem hilft. Der eine Zugang ist, dass man ihn fallen sieht und man ihm hilft. Aber warum hilft man ihm? Man hilft ihm vielleicht, weil man einen Vorteil von ihm bekommen möchte, vielleicht, weil andere zuschauen und man möchte, dass die anderen sagen, toll gemacht, dass man sich auch danach auf die Schulter klopfen kann. Man hilft in vielen Situationen Menschen, um sich selber einen Verdienst zu geben. Aber die Tora sagt, das nicht genug. Einfach ihm aufzuheben, ihm zu helfen, ist toll, aber genug ist es nicht. Verschließ deine Augen nicht davon, sagt die Tora. Wende dich nicht weg. Dein Sinn soll auf deinen Freund gerichtet sein, dass er nicht alleine gelassen wird. Also die Tora kann man so erläutern. Die Tora sagt, siehst du deinen Freund oder die Tiere deines Freundes fallen, den Besitz deines Freundes fallen und er braucht Hilfe, verschließ nicht deine Augen. Tu nicht so, als ob es für dich persönlich irrelevant ist, aber du willst helfen, weil nach außen ist es schön zu helfen. Nein, es muss dich persönlich betreffen. Es muss dein Problem auch sein. Verschließe nicht deine Augen und dann in der Praxis helf ihm auch. Aber es ist eine innere Einstellung, die man mit sich bringen sollte, wenn man einem Menschen hilft, nicht nur die äußere Handlung. Shabbat Shalom und alles Gute.